Opfer, Täter und Tat im Lichte des theistischen Karma-Gesetzes. Jede Karma-Kettenreaktion hat einen Anfang, der von einer Person gesetzt wird, die eine entsprechende Tat ausführt und andere Menschen zu Opfern macht. Hier stellt sich die Frage, entspricht das nicht der Resonanz dieser Menschen, dass gerade sie zu Opfer werden? Diese Frage ist berechtigt, sollte aber nicht von der Schuld des Täters ablenken. Und die Antwort lautet, urteilt oder richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn euer Urteil wird auf euch zurückfallen. Matthäus 7,1-2. Niemandem steht es zu, über andere Menschen zu urteilen und zu sagen, das ist deine Resonanz, das ist dein Karma, diese Realität hast du dir selbst geschaffen. Natürlich hat jede Situation auch einen höheren Sinn und einen Aspekt, der uns etwas lehren will. Dies können wir jedoch immer nur auf uns selber anwenden. Was will diese Situation mir zeigen? In welcher Form kann ich als Opfer hier aus der Liebe heraus reagieren? Denn Liebe hat verschiedene Formen, wie zum Beispiel Nachsicht, Entgegenkommen, Freundlichkeit, aber auch Strenge und ein klares Setzen von Grenzen. Auch eine Konfrontation und ein Zuredestellen können Ausdruck von Liebe sein. In jeder Situation, ob als Täter oder als Opfer, müssen wir uns fragen, was diese Situation uns lehren will. Aber genau wie wir duale Verhältnisse nicht umdrehen dürfen, wie zum Beispiel Hass ist das Gegenteil von Liebe, also ist Liebe das Gegenteil von Hass, dürfen wir auch die Situation von Aktion und Reaktion nicht einfach umdrehen und sagen, wir tun euch jetzt etwas an und ihr habt dies gefälligst zu akzeptieren und zu tolerieren, indem ihr euch fragt, was diese Situation euch lehren will. Denn wäre es nicht euer Karma, würde dies euch nicht zustoßen. Und so weiter. Ein weiterer Aspekt dieses Trugschlusses ist, dass diejenigen, die die Einheit verabsolutieren, nicht klar zwischen Täter und Tat unterscheiden. Sie meinen, weil jede Tat zu einer Situation führt, die auch einen höheren Sinn hat, sei dies eine Entschuldigung für den Täter. Wie zum Beispiel, ich bin die Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. So rechtfertigt sich Mephisto in Goethes Faust. Viele Monisten glauben dies ebenfalls und verteidigen deshalb das Böse, indem sie sagen, das Böse und das Gute seien nicht zu trennen. Ohne das Böse gäbe es nichts Gutes, das Gute sei die andere Seite des Bösen und so weiter. Täter und Tat sind jedoch nicht eins, weshalb Jesus mit theistischer Schärfe sagt, hasse die Sünde, aber liebe den Sünder. Verzeihen bedeutet nicht, das Böse gut zu heißen. Sünde ist Sünde, weil sie den Menschen vom Bewusstsein der Ganzheit trennt und entsprechende Gedanken und Taten nach sich zieht. Gott ist nicht einfach eine abstrakte, neutrale Einheit, sondern Gott hat einen Willen, was bedeutet, Gott will gewisse Dinge und andere Dinge nicht. Dieser Gedanke ist für Atheisten und Monisten ein Gräuel, weshalb sie verschiedenste Philosophien aufstellen, um zu zeigen, dass Gott kein eigenes Bewusstsein und keinen Willen hat, sondern nur Einheit und Energie ist. Vielen Dank fürs Zuhören.